Minecraft Frühs. Also einmal, wenn die nachts kurz zu lange zum Mitmache, dann ist es so, dass die Solarpanels entweder zu wenig Strom kriegen, abgeben, beziehungsweise die. So, eine Nacht drüber geschlafen und den anderen Part als Part 97 Zusatz genommen. Was ist denn da überhaupt passiert? Wer das nicht geguckt hat, der Chunk war wieder weg und dann habe ich alles im Gabe-Mode wiederhergestellt und dann dachte ich mir so, okay, gut, dann machst du 80. Part und dann habe ich gedacht, nein, doch nicht, weil ja, weil eben so. Ich habe hier ein bisschen Erde gesetzt, wie man sieht. Und den Weg ein bisschen gemacht. Wenn man jetzt hier vorne mal rausgeht, dann hat man direkt einen Weg hier runter. Den kennt ihr ja eigentlich schon. Der ist ein kleines bisschen umgebaut. Vorhin hier an der Stelle, das fällt mir so auf, weil hier ging es ja gleich hoch und alles. So wie hier rüber geht jetzt ein Gang. Und man kann sogar hier einmal rum. Man kann sogar hier rum. Oder noch kommen wir mal hier hinten rum. Und natürlich auch durch die Mitte, wo die Lava ist. Ist ein Muss. Natürlich ist es ein bisschen mistig, weil ich ja vorproduziere und wenn der Raccoon-Star-Player da ist, alles auf einmal verändert ist. In seiner nächsten Folge muss man leider mit auskommen. Ist natürlich schade und jo. Was wollen wir in diesem Part jetzt machen? Ich habe jetzt wieder ein Solarpanel in Bestellung. Ich habe natürlich auch wieder ein bisschen Iridium hergestellt. Ich glaube ein, oder? Zwei sogar. Du siehst, ich könnte jetzt viel mehr machen. Wir werden in diesem Part jetzt werden wir uns in das dieses Hotelmäßige da unten stürzen. Sortiert habe ich jetzt nicht mehr ganz, wie ich das im letzten Part gesagt habe, weil es war durch diesen Chunk-Fehler ist es wieder mistig gewesen. Und ja, so, wir gehen runter. Hier müssen wir uns was einfallen lassen. Und so, das sind wir. Eigentlich bräuchte ich hier auch noch ein ME-Terminal. Ich will mal gucken, wie das hier als Boden aussieht, der Stein. Ja, kann man lassen. Hier ist aber was anderes außer Wood. Da haben wir jetzt hier so welche Bricks, die leuchten sogar und das ist schon eine nice Sache. So. Baut man überhaupt ein Hotelzimmer am besten auf? Das Bett weg. Das kommt hier so in die Ecke. So. Dann zieht man. So vielleicht, so eine abgeschirmte Ecke. Aber würde ich das nicht mal als Boden nehmen? Na, dann nehme ich. Ich nehme ganz normal wieder Holz. Das sieht schon in Ordnung aus. Ja, also für euch vielleicht so Zeitvorstellung. Wir haben bei mir gerade Sonntag, den 13. um 8:15 Uhr. Also ist eine schöne Zeit, so früh aufzustehen und voll, voll, voll. Und ja, da muss ich kurz niesen. Habe ich aber rausgeschnitten. So. Ja, ich nehme schon etwas früher auf, denn ich sollte ja auch im besten Falle auch noch mit Battlefront machen. Das habe ich immer noch nicht gemacht.
Da gucke ich mal, wann ich das mache, wie ich das mache und, weil wenn ich nebenbei hochlade, was ich jetzt die ganze Nacht gemacht habe, lohnt sich das nicht, irgendwie nebenbei noch Battlefront zu laden, denn die Internetverbindung dafür ist ein bisschen schlecht. Und dazu brauchen wir uns schon eine gute Internetverbindung. So, und deswegen nehme ich dann bestimmt gleich auf Copper. Warum brauchen wir Copper eigentlich nicht? Ab zu. Die Köln müssten wir aber mal umstellen. Das wäre aber lieb, wenn der Raccoonster Player das macht. Wegen seiner Ranch. Da könnte ich schon mal abstecken und er könnte dann in einem seiner nächsten Parts das einfach mal machen. So. Raum Nummer 1 ist fast fertig. Wir könnten hier vielleicht das Glas rein, oder? Ja, nee. Was mache ich denn als? Ich mache das hier weg. Da kommt. Auch so eine Holzwand nach oben. Und dann kann ich wieder die Decke daraus machen. Ja, ich mache wieder die Decke daraus. Das habe ich etwas eine Sache schon mal fest, die fest steht. So. Zum Glück habe ich noch eine mit. Eigentlich wollte ich noch draußen was machen, denn da ist ja eine richtig. Richtig viel, eine richtig viel Arbeit dran. Ja, Deutschland bei Meister Yoda. Nee, gelernt Deutsch, Yoda Meister. Oh, ach, wie ist ich nicht wie. Also viele verarschen das ja, oder ich weiß auch nicht, ob das wirklich so vorkommt. Denn wie gesagt, Star Wars habe ich noch nie geschaut. Oh, nein, der war ja richtig. Habe ich noch nicht geschaut und ich weiß auch nicht, ob ich das werde. Es ist eigentlich, also es ist nicht eigentlich, es ist ja eine Kultserie, ein Kultfilm oder wie man das nennen sollte, am besten, das wirklich um die Welt geht, was viele, viele Fans ran sich gezogen hat. Vielleicht kann man damit auch Fans auf sich ziehen. Gut, jedenfalls ist so, ja, sehr gut sein. So, jetzt hab ich noch einen so einen Stein. Bam. Sieht das schon mal gut aus. Dann kommt hier noch ein Schreibtisch rein. Dann kann ich hier den Boden noch beenden. So. Den anderen Raum vielleicht schon mal ausheben. Das wäre eine Möglichkeit. Oh, ich hab's den Fackel. Ich frage mich die ganze Zeit, warum setze ich keine Fackeln? Ich dachte mir, ich habe doch keine mehr und jetzt komme ich hier mit 10 Fackeln hier raus. Kein Holz. Oh nein, kein Holz mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also 5 in jede Richtung gehe ich. 1, 2, 3, 4, 5. Dann muss ich ja noch die Wand ausfüllen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier kommt die Wand hin. Die Wand ist auch normaler Stein, okay. Aber hier hinten ist es dunkel. Bäm, direkt über dem Bett, dass man nie mehr schlafen kann. So. Wie habe ich das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 7 Felder muss ich jetzt dort hinter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das mache ich jetzt in die Ecke und dann verbinde ich die miteinander. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ihr schon? Hab ich mal. Das werden wir gleich mitkriegen. Dies. Ne, sogar noch eins weiter. Ist ja kein Problem. So, wir setzen hier noch eine Fackel hin. Eine Arbeitsfackel, wie ich sie immer gerne nenne. Warum Arbeitsfackel im echten Leben gibt es dazu einen Baustrahler und da habe ich jetzt hier eben so eine Fackel und deswegen, ich kann nicht Baustrahl Fackel sagen. Das wäre, ich glaube, ein bisschen gelogen. So. Dann machen wir noch die Decke weg. Das ist eigentlich schon langsam der Part wieder vorbei. Das ist ja really, really schnell, was hier alles geht. So, ich zu diesem Zeitpunkt muss eigentlich schon ja, ist ja auch der Girl Simulator raus ist sein. Ich hoffe, euch gefällt das sowas von. Das ist ein ja, komisches Ding, aber so eins, ein, zwei, drei, vier. 4, 5, ja, 5, 1, 2, 3, 4, 5, warum ist denn hier so viel Erde? Ja, aber Ghost Simulator, es hat mir schön Spaß gemacht, aufzunehmen. Jedoch muss ich sagen, das ist wirklich mit der Kamera ein bisschen mistig, aber alles in Ordnung. Für euch probiere ich alles. Das ist ja selbstverständlich. 1, 2, 3, 4, 5. Alter, ein Schlag und das Ding ist kaputt. So. Und jetzt muss ich hier noch nach 7 hinten gehen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. What the fuck? Okay. Ja, das war jedenfalls schon mal richtig. Jetzt. Ja, klar. Wenn ich Gravel hinlege, dann geht's überhaupt nicht da unten. Danke. Ja, richtig gedacht. Ja, früher morgen richtig denken. Das geht wohl nicht. Sir. Da bin ich ja jetzt bei Part 80 angelangt. Das heißt, 4 Parts fehlen mir noch. Und wir haben nichts geschafft eigentlich. Finde ich jetzt, man hat zwar die Landschaftsgestaltung jetzt übernommen, man hat die jetzt hier weiter ausgehöhlt, man hat unten die Automatisierung erweitert, man hat noch ein anderes Terminal gemacht. Also ich habe eigentlich schon was geschafft, nur für die Folgenzeit, die ich habe, für die, die ich alleine bin, ist es schon ein bisschen mickrig. Ich glaube, da müsste ich auch ein bisschen mehr vorbereiten. Größtenteils mache ich ja jetzt in letzter Zeit die Solarpanels, denn wenn ich frühs, also Minecraft frühs, also einmal in die Nacht kurz zu lange zum Mitmache, dann ist es so, dass die Solarpanels entweder zu wenig Strom abgeben, beziehungsweise die. Ich wollte gerade sagen, ich könnte doch hier unten eins bestellen, aber ich habe ja kein Terminal hier unten. Beziehungsweise die anderen zu wenig, also die geben zu wenig Strom oder das ME zieht viel zu viel Strom. Alles, beides ist wahr. Denn wir haben, glaube ich, 128 EU, die wir pro Tick ans ME abgeben müssen. Das ist schon eine Menge, die wir jetzt bewältigen müssen. Deswegen muss das Dach ausgewechselt werden mit Advanced Solar Panels. Und das wird natürlich sehr, sehr teuer, denn ich glaube, das sind 28 Rillionen, die ich dann brauche. Das ist schon eine große Menge. So. So, da habe ich schon mal die Ecke weg. Aber ich bin fertig. Das werde ich noch diesen Part machen. Egal wie lange es dauert, aber ich werde diesen Part das noch machen. Also, ich höre mich ein bisschen verschnupft an, würde ich sagen. Da muss ich gleich was gegen tun. Gleich mal warm duschen. Oh, warm baden. So.
eigentlich eine schnelle Möglichkeit ist, diesen Raum auszufüllen, indem man. Es ist schon Nacht. Nee, halt, warte mal, wir haben ein Bett hier drüben. Da brauche ich mich nicht teleportieren. Eigentlich schon, weil ich euch ja das zeigen möchte mit den Solarpanels. So. Ja. Okay, das ME sieht standhaft aus. Also wir haben Energie drinne, aber man sieht regelrechter Abfall. Auch wenn ich das hier ausmache, glaube ich auch regelrechter Abfall. Ja, es ist immer noch ein Abfall. Das müssen wir jetzt mal verhindern. Da haben wir jetzt hier ein Solarpanel und wir machen Nummer 2, weil wir 2 Iridium nochmal uns hergestellt haben. Das Julium müsste ausreichen. Das hier mache ich mal kurz. Das wollte ich noch machen. So. Oh, schon wieder. Das ist nervig. So, und jetzt sind wir da oben. Gehen wir mal. Ich habe jetzt das Jetpack nicht eingepackt. Jetzt. Ach so, jetzt sind die ja. Die sind ja nicht voll, aber das geht schon. Das geht schon. Ich benötige ja nicht so viel Strom. So, und ich habe jetzt Angst, das hier anzuschließen. Aber wir haben da drüber ins MFE laufen. Und MFEs halten dies aus. Er generiert gerade mal 8. 8 EU generiert er gerade. Ich glaube, das Game will mich ein bisschen verarschen. Aber okay, gut, ich würde mal sagen, damit ist es eigentlich mit diesem Part schon zu Ende. Wir werden die Einrichtung da drüben, glaube ich, nicht machen, denn dies ist ein bisschen zu komplex für mich. Wir haben jetzt ein Plus. Also generiert er dort oben jetzt auf einmal mehr. Ich brauche was essen. So. Nee, immer noch 8. Aber trotzdem macht er jetzt ein Plus. Naja, er bleibt eigentlich verstandhaft. Die Seas, ich brauche noch Solarpanels. Aber die ich dort hinten wieder ausstelle. Was fehlt? Bronze. Was, Bronze und Iron Dust? Ach nee, Tin Dust. Ja, Tin. Haben wir eigentlich noch genug? Also, das Rezept habe ich rausgenommen. Und ich würde einfach mal sagen, weil mir gerade ein bisschen kalt ist. Habe ich das Tin-Rezept nicht hier drin? Gut, stimmt, das muss ich ja nochmal herstellen. Gut, aber ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Party gefallen hat, dann könnt ihr ja mal einen ganzen Daumen nach oben geben, wenn ihr Lust darauf habt. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Ah, schade. Dann gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, dann nicht. Schreibt in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Gebt ein Abo da, wenn euch das Ganze hier gefallen hat und ihr sehen wollt, wie es hier weiterläuft, wie grün das hier wohl noch wächst. Schreibt natürlich, was ich jetzt noch ändern könnte. Ich werde das zwar nicht jetzt lesen, wo ich das aufnehme, aber ich werde das dann, sobald ich dann wieder aus der Vorproduktion raus bin, mir es merken und machen. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Halt. Oh ja. Man of the World. Ciao, ciao.